Hallo, willkommen in der Hobby-Ecke. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Gabi und ich zeige euch heute wieder Tipps und Tricks. Ich hoffe, ihr könnt die mitnehmen und es für euch einfacher machen. Ja, und viel ist diese Woche nicht passiert. Ware hätte kommen sollen, die leider gecancelt wurde. Aber die kommt bestimmt dann nächste Woche. Ja, lasst euch einfach überraschen, was diese Woche alles passiert ist. So, jetzt werde ich euch anhand dieses Bildes einmal den Cutterstift erklären. Ich habe ja diesen Cutterstift in meinem Shop, in Blau, in Rosa oder auch wie eine Kugelschreiberfunktion in verschiedenen Farben, aber im Endeffekt ist alles das Gleiche. Also das ist der Stift, Kappe ab und dann ist so an dieser Spitze so eine kleine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so eine kleine Keramik, ja, wie soll ich sagen, Spitze, Keramik, ja, ja, so ein Keramikteil, machen wir so, vorne. Und das ist scharf, aber jetzt nicht so wie ein Skalpell. Ich habe auch ein Skalpell, ein Bastelskalpell, aber das würde ich jetzt dafür nicht verwenden. Auf alle Fälle haben mich einige gefragt, wie man damit umgeht und dass man nicht die Leinwand zerschneidet. Das wollte ich euch jetzt zeigen. Also, ich habe hier ein Bild. Das ist noch mit doppelseitiger Klebefolie. Das mögen wir alle nicht so besonders. Viele machen diese Folie ab, kleben zum Beispiel auch Backpapier drauf oder das machen sie auch bei der durchsichtigen Folie. Ja, ich mache das immer so, wobei ich sagen muss, das ist was eigentlich ich nicht mag. Ich mag diese doppelseitige Klebefolie nicht, weil man da immer Ärger hat und ich möchte die auch nicht in meinem Shop aufnehmen. Also, ich habe jetzt das Bild gemacht. Ein Stück, habe das nach oben geklappt und habe dann da gepaintet. So, jetzt ist diese Folie natürlich im Weg. Man soll aber die Fläche des Klebers immer abgeklebt haben. So, jetzt machen wir das nach unten und dann spürt man ja, wo da die Steine enden. Genau, dann, ich glaube, ich hole euch mal ein bisschen näher her, damit ihr das seht. So. Jetzt fühle ich ja da, dass die Steine zu Ende sind. Jetzt fahre ich einfach mit meinem Cutterstift den Steinen entlang. So an den Steinen und auch an der Folie. Aber das macht der Leinwand. Aber das macht der Leinwand nichts, weil die kleine Keramikspitze nicht so ist, dass sie durchschneidet. Dann machen wir das auch noch auf dieser Seite. Da gehe ich den Steinen entlang, Folie. So, ist geschnitten. So, und fertig ist es. Und jetzt, wenn ich das nächste Mal wieder painte, nehme ich die Folie wieder, klappe sie nach oben, halte sie natürlich mit dem Coverminder, weil die ist immer so ein bisschen, ja, störrisch. Und entweder ich mache das ganze Feld, dann brauche ich nur den einen machen, also den einen Schnitt, oder ich mache wieder eine Parzelle und schneide sie dann wieder mit zwei, einmal rechts und einmal oben. Genau so geht das. Und die Leinwand wird nicht beschädigt. Wenn ihr jetzt ein Bild habt mit einer durchsichtigen Folie, dann könnt ihr den auch verwenden, weil viele von euch kleben dann die Parzellen mit Washi-Tape ab und schneiden dann auch, ihr seht ja dann anhand des Rasters, wo ihr schneiden müsst, und schneidet dann am Washi-Tape entlang eure Parzelle aus. Und diese Keramik-Ding, ich kann es euch ja zeigen hier. Seht ihr? Man verletzt hier die Leinwand nicht. So ein bisschen ist es hier jetzt eingeschnitten, weil ich habe ja richtig auf der Folie geschnitten. Nicht eingeschnitten ist es gar nicht. Angekratzt. Aber das beschädigt eure Leinwand nicht. Also ihr müsst jetzt nicht aufdrücken,
wie blöd, sondern der ist schon so scharf, dass er schneidet, aber nicht durch die Folie auf die Leinwand. Also ihr braucht da keine Angst haben, könnt ihr so verwenden. Das wollte ich euch nur noch zeigen, weil viele Angst haben, eben die Leinwand zu beschädigen. Aber ihr seht hier, also ich mag es einfach nicht, diese doppelseitige Klebefolie, das hält schon gar nicht mehr. Also wobei ich jetzt sagen muss, Huracan hat schöne, runde Acrylsteine. Aber ich mag halt die doppelseitige Klebefolie nicht. Egal. Ihr wisst jetzt, wie ihr mit dem Cutterstift umgehen müsst. So, jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesen Glue Dots. Ich habe es ja letztes Mal getestet und da hat es nicht funktioniert. Dann hat mir eine Zuschauerin darunter geschrieben, wie man das verwendet. Ich habe es falsch gemacht. Da war ich sehr dankbar für diesen Tipp und jetzt wollte ich das nochmal mit euch ausprobieren, weil das wollen wir schon wissen, ob das funktioniert. Genau. Ich habe jetzt auch gesehen, da nehmen welche sogar zwei von diesen Dots. Naja, wir gucken mal. Als erstes müssen wir ja wieder den Inhalt dieses Stifts leeren. Genau. So, geleert. Wie ihr wisst, mit der ganz normalen spitzen Pinzette könnt ihr das machen und dann kriegt ihr das alte Wachs raus. Das müsst ihr sowieso hin und wieder mal machen, damit das alte Wachs weg ist und ein neues reingemacht werden kann. Dann geht es besser. Gut. Dann haben die genau diesen Dot darunter. Da habe ich den. Und haben ihn da reingestopft. Und die Dame hat mir gesagt, das muss ganz hinein. So. Jetzt ist er drin. Jetzt probiere ich mal, jetzt brauche ich nur noch ein Steinchen. Das habe ich jetzt verschwitzt. Dann brauche ich noch Steinchen. Und dann machen wir mal das E. Das ist die 20. Da haben wir viel. Und dann probieren wir das mal aus, wie das funktioniert. Also es ist nur ein Dot drin. Und den habe ich in die Spitze richtig reingemacht. Oh. Schauen wir mal. Aber es geht. Es zieht. Seht ihr das? Ich nehme euch mal näher dran. Es zieht den Dot wieder raus. Ich habe ihn jetzt richtig reingedrückt, dass der da drinnen ist. So, ich probiere es nochmal. Also aufzunehmen ist es toll mit den Steinchen, aber ich setze es auf die Leinwand. Ja. Okay, ja, oh super, ja, seht ihr das? Und es knackt, das was wir alle immer hören wollen. Seht ihr das? Es funktioniert, es funktioniert. Es funktioniert. Ja. Na? Und es knackt. Ja, super. Also, liebe Leute, ich habe jetzt nur ein Dot hinein und ihr müsst das wirklich mit der Pinzette ganz ins Loch schieben, sodass nichts an dem Dot vorne rausguckt. Weil sonst bleibt es hängen. Ihr schiebt es, ihr probiert es aus und wenn das Dot immer am Steinchen hängen bleibt, versucht es noch weiter reinzuschieben. Also, es funktioniert. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie lange dieses Dot haltbar ist da drin. Also, ob das dann abtrocknet, das glaube ich aber nicht abtrocknet, weil das ist ja auch an der Luft,
wann man das entfernen muss, ab wann es nicht mehr klebt oder ob das sich auch abträgt mit den Steinchen. Also das kann ich leider nicht sagen, aber ihr seht, es funktioniert. Manche nehmen zwei Dots. Das weiß ich nicht, das müsste man auch, ich könnte ja das auch mal ausprobieren. Wir sind ja hier im Testen. Dann nehme ich hier den zweiten Dot. Hier ist der zweite Dot. Und dann schieben wir den auch rein. Ich fülle jetzt das Ganze auf. Ist gar nicht so einfach, weil das Ding klebt wie Hölle. So. Jetzt müssen wir das irgendwie, seht ihr das? Hineinschieben. Aber das ist gar nicht so einfach, weil das bleibt hängen. Dann hängt es am Finger, jetzt sind beide heraus. Also ich denke, ein Dot ist ausreichend. Seht ihr das dann? Ich denke, ein Dot reicht aus. Der zweite ist dann irgendwie too much. So, machen wir mal. Es darf ja nichts rausgucken. Ja, das ist das. Also ich würde sagen, ein Dot reicht, weil der zweite ist zu viel. Also gucken wir mal. Probieren wir es nochmal mit. So. Also, man kann aufnehmen, richtig toll, und absetzen. Ja, es hat jetzt funktioniert. Ja, geht auch. Also, ihr könnt wählen zwischen einem und zwei Dot. Von diesem Ding. Also es geht. Ich würde nur einen nehmen. Jetzt hat sie es rausgezogen, weil das einfach, es ist zu viel für die kleine Öffnung. Nehmt nur einen Dot, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dann ist es nämlich richtig schön in der Öffnung des Stifts drin. Und ja, genau. Aber es geht mit dem zweiten auch, aber da müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein. Genau. Aber es geht auch. Aber da zieht sie ihn leicht raus. Also, es funktioniert. Ihr könnt es probieren. Ich setze euch den Link. Ich habe es von Amazon. Ich setze euch den Link runter in die Infobox. Aber ich muss euch sagen, es ist nicht billig. Also über 10 Euro waren das jetzt schon. Ich muss noch mal gucken. Es ist nicht billig. Genau. Jetzt nehme ich euch wieder weiter weg. Es ist nicht billig. Ich weiß allerdings nicht, das sind 325 Stück von diesem Dot, wie lang so ein Dot hält. Das kann ich euch nicht sagen. Also wenn man natürlich da quasi ein Bild durchpendet, dann rentiert sich's allemal. Wobei, ihr habt ja so ein Wachsplättchen immer kostenlos im Set dabei, im Toolkit. Ja, also vielleicht ideal für AB-Steine, wenn man ein komplettes Bild hat mit AB-Steine oder Stein oder viele AB-Steine in einem Bild hat. Dann wäre es das, dass man sich das einmal zulegt und dann, wenn man Probleme hat mit den AB-Steinen, das verwendet. Genau, aber wir haben es getestet. Danke, Liebe. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Die Zuschauerin, die mir das beim vorletzten Mal unter das Video geschrieben hat, vielen Dank für den Tipp, dass man es ganz weit reinschieben muss. Gut, das habe ich getestet für euch. Ihr habt es gesehen und wir machen nun weiter. Nun gibt es das Angebot der Woche ab heute. Und zwar die beiden Spezial-Toolkits. Ich erkläre sie euch nochmal. Also es gibt es in der Ausführung blau und orange-blau. Da bekommt ihr ein blaues Toolkit. Also Washi-Tape ist nur hier zufällig blau. Also ihr könnt auch ein pinkfarbenes, ein silbernes, ein goldenes. Das ist jetzt nur Zufall, dass das blau ist. Dann bekommt ihr, also das ist willkürlich. Da greife ich in die Box und was ich in der Hand habe, kommt da rein. Genauso ist es bei dem Coverminder. Ihr kriegt ein Herz, aber lasst euch überraschen, welche Farbe.
Dabei ist aber immer beim blauen Toolkit ein blaues Wachsdöschen. Und dieser Stift. Dieser Stift ist auch immer dabei mit Blau. Und dazu mein Lieblingsschiffchen, das weiße XL-Schiffchen mit Schnabel. Ich liebe es. Der Rand ist hoch, ja, der Schnabel ist lang und die Rillen sind perfekt. Ich liebe es. Also wenn ihr das ausprobiert, ihr werdet sehen, ich finde, das ist eines der besten Schiffchen, die es gibt. Genau, das ist das blaue Toolkit. So, und dann gibt es das orange Toolkit. Das ist ja genauso aufgebaut. Ihr kriegt wieder ein Washi-Tape. Lasst euch überraschen. Hier ist es jetzt, ist es hier ein Glitzerrosa. Genauso ist es mit dem Coverminder. Es ist immer ein Herz-Coverminder, aber eine andere Farbe. Da ist es jetzt zufällig rosa, passend zum Washi-Tape. Aber ihr kriegt immer ein gelbes Wachsdöschen. Genau. Und es ist dieser Stift dabei. Ist auch sehr hübsch bei dem orangen Toolkit. Natürlich ist auch wieder dieses weiße XL-Schiffchen dabei. Ich finde das so toll. Habe ich mir gedacht, ich mache euch so ein Spezial-Toolkit. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das bestellen. Genau. Und diese Woche habt ihr die Möglichkeit, es günstiger zu bekommen. Schaut in meinen Shop unter der Rubrik Angebot der Woche. Dann findet ihr das und solange der Vorrat reicht. So, den Stand des Flederwischs, dem Fledermausbaby, wollte ich euch noch zeigen. Also, ich bin dabei, ihn zu beenden. Und zwar habe ich noch dieses Stückchen hier. Ja, das denke mal, werde ich dieses Wochenende schaffen. Er ist richtig toll zu liegen. Die Harzsteine sind super. Ihr seht auch, es ist wirklich, er glitzert und schimmert und also es ist wirklich eine Freude. Und weil dieses kleine Wesen so toll rauskommt, da ist ein Spätzle dabei und die Sonne kommt von hinten und es glänzt und schimmert auf der einen Seite, beziehungsweise ist ja das der Mond, nicht die Sonne. Und die kleinen Härchen, da freue ich mich jetzt auch, wenn ich die dann mache, weil das sieht bestimmt auch toll aus. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Also ich finde den so goldig, weil er auch in 40x40 so toll rauskommt. Die großen Augen und da die Händchen und die Füßchen. Ich finde selten ein Bild in der Größe, was so die Einzelheiten zeigt. Gefällt mir sehr gut. Und es ist einfach toll zu legen. Es sind schöne Steinchen. Genau. Ein paar habe ich noch da. Der Bestand wird immer weniger, aber es kommen ja wieder andere nach. Also ich habe schon zwei Bilder jetzt da, aber da fehlen noch die Coverminder und das sind so schöne Bilder in Lizenz mit einer ganz jungen Künstlerin. Aber die zeige ich euch wahrscheinlich nächste Woche, wenn die Coverminder da sind. Dann zeige ich euch nämlich alles in einem. Genau. So, dann war es das heute schon wieder. Ich weiß, heute war es nicht so spektakulär, aber ich hoffe, nächste Woche ist es wieder etwas aufregender. Und schreibt mir noch wieder in die Kommentare, wo ich noch Tipps und Tricks geben soll. Mache ich gerne. Und dann, ja, wünsche ich euch einen schönen Restsonntag. Bleibt mir gesund. Viel Spaß beim Hobby eurer Bilder, beim Painten eurer Bilder. Und ja, wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst doch bitte ein Abo da. Und ein Däumchen hoch, wenn euch das Filmchen gefallen hat. Ja, ihr findet mich ja auf Instagram, TikTok und Facebook. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch da folgen. Und dann sehen wir uns wieder nächsten Sonntag. Tschüss!